Dann bauen wir das schnell zusammen. Slappack, sehr schön. Ich glaube, das können wir nicht mehr in der Bedbox laden. Das heißt also, wir brauchen eine MFE. Maschinenblock, einiges an Gurtcovern. Ach ja. Das schlägt mir jetzt etwas über die Stränge. Das heißt also, wir nehmen jetzt wirklich eine Stunde auf und nicht nur zweimal, also zwei Episoden. Ach ja. Ja, Eisen. Da ist natürlich jetzt wieder die Energie leer. Ich hoffe, hier haben wir noch ein wenig Kohle drin, ja. Ah, MFE, was fehlt uns jetzt noch? Das Gold Cover. Tree Type haben wir hier noch irgendwo, hoffe ich. Oder auch nicht. Einer sollte da genügen. Ich hoffe mal, ich finde jetzt auch einen passenden Punkt zum Schneiden. Und ich muss vor allem mal die ersten Aufnahmen schneiden. Das ist ja jetzt schon die vierte Aufnahme. Also ich habe da schon einiges vorbereitet. Hier im neuen Let's Play. Ich habe auch so, das alte läuft immer noch. Da ich da auch einen relativ großen Buffer habe. So, 4 brauchen wir. Also 4 mal sind 8. Oder ist ja doppelt isoliertes? Jo. Dann craften wir noch eine Partie Zellen. Das sind 4. Ich denke, eins der ersten Dinge, die wir da bauen werden, ist ein Mining Turtle. Schaut es nicht aus mit 2 Diamanten nicht, aber mal schauen. Ein Mining Turtle und dann ein, wie heißt der, Tank Turtle. Oder andersherum, denn wir werden hier wieder Lava brauchen. Oder was auch gehen würde, dass ich in den Nether nochmal hüpf und uns dort Dinge hol. Place Rods, beziehungsweise auch hier in der Überwelt die Mods anstelle und wie heißt's? Wie heißen sie jetzt? Enderperlen hol. Das wäre eine Möglichkeit. Na komm, ich schöpfe diese Lava da ab. Oh, war da wirklich Gold? Habe ich das gerade wirklich gesehen? Jo, Gold. Lassen wir das mal kurz versickern. Denn das Gold hätte ich natürlich gerne. Ein Holz baue ich jetzt nicht hin. Ich hoffe, der aufnehmen tut er noch.
schön, danke. Warte, oh, das war's das so. Huh. Seid ihr mal Glück im Unglück. So wie halt immer, wenn ich aufnehme. Hm. Ich weiß nicht, mir kommt vor, ganz drüben war auch was von Lava da hinten. Ich bin jetzt wirklich gerade am Überlegen, oder auch nicht, wie wir das am besten machen mit dem, mit der Lava oben. Denn wir haben ja eigentlich nur den einen Geothermal-Generator. Hm. Ein Geothermal-Generator. Der braucht zwar nicht so viel und wir brauchen ja eigentlich auch nicht viel Energie. Was noch dazu kommt, ist jetzt ein Maserator, zumindest demnächst ein Maserator und ein Dingsbums. Kompressor, damit wir da ein paar Solarzellen oder so machen können. Ha, das ist eine gute Idee. Maserator brauchen wir da dazu. Dann können wir Solar, oder ich könnte es auch mit dem Pulverisierer versuchen. Oh nein, 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 nein. Der lädt uns jetzt hier die Bedbox vor, die wir nicht ausleihen können. Nein! Da ich auch gerade einiges jetzt an Dings verschwendet. An Lava. Tja, auf geht, blöd. Extraktor ist fertig, sehr schön. So, 3, 4. Einmal, zweimal. Refined Iron. Einmal acht, sehr schön. Maschinenblock. MFE. Nicht drüber schmeißen da. So, jetzt kannst du da rein damit. So. Jetzt brauchen wir aber einen Low Voltage Transformer. LV. 3x Kupfer, 2x Kupferkabel. Und 4 Holz, Kupfer 3x. Haben wir zum Glück alles da heute. 3, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Was jetzt so da? Jo. LV-Transformer. Dann müssen wir. Oh je. Nichts explodiert. So, aber das Ganze wird ja eh nicht hier bleiben. Also, Maserator, ach so. Als Kompressor kommt sicher her, als einen können wir leicht her. So. Dann versuchen wir mal Kohle zu pulverisieren. Nehmen wir mal eins her. Und schauen wir, ob wir dann damit auch Solardinger bauen können. Solar. Nein, nicht in den Ofen, in den Pulverisierer hier. Kohlestaub, yeah! Solar. Also den Low Supportage ja nicht schlecht. Da braucht 3 jeweils. 3x.
Na gut, wenigstens wissen wir, es geht. Eine Maschine schalte ich jetzt ab, beziehungsweise lasse ich den Rest hier rausbrennen. 3 Kohlestab, was brauchen wir noch? 2 Schaltkreise und 3 Glas. Gut, und für ein Low Voltage brauchen wir 8. 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 hätten wir jetzt schon, 5, 6, 7, 21 Kohle müssen wir da noch reinschmeißen. So, dann brauchen wir 8 Generatoren, heißt also 8 Maschinenblöcke. Oh, das geht sich mit dem aber nicht aus. So. Das mal vor. Ist nur die Frage, wie. Aha. Ach so. Ich hoffe, wir haben auch 24 Glas. Ja. Ach. So. Dann brauchen wir einiges an Schaltkreisen auch. Da kann ich ruhig Schaltkreise. Wie viel brauchen wir da? Da brauchen wir 2 macht 16 Refined Iron. Also rein da. Genau, die verbrennen jetzt hier die Puffer, beziehungsweise der eine, der läuft auch. Also 16. Eine mehr noch, so. 16, wow. Ich glaube, da wird uns unser Kupfer nicht reichen. Brauchen wir nicht für den Generator auch noch einen? Nein. Da machen wir zuerst die und da brauchen wir anscheinend. Cobblestone. Denn wir brauchen 8. Öfen. Genau, 8 Öfen. Dann brauchen wir 8 Batterien. Silber, sind wir auch knapp. 8 haben wir gesagt, gell? Also wieder 24. Redstone sollte ausreichen. So, und ich schätze, aus 8 Minuten haben wir noch. Dann mache ich eine mehr oder weniger Zwangspause, denn... Oh. 6. 2 brauchen wir noch, also nochmal 8. 10. Tja, 18, genau, die haben wir nicht mehr. Dann machen wir 6 Maschinenblöcke. So, so. So. Im Progress kommt natürlich wieder da rein. Jetzt bräuchten wir Schaltkreise.
Da haben wir wieder mal Energiestau. Ah, die 16 werden wir ziemlich sicher noch brauchen. So. 3x Kupfer. Eine Partie geht sich nämlich noch aus. So. Dann bekommen wir 2 Schaltkreise raus und können unser erstes Solar-Dings machen. Dann haben wir wenigstens schon 2 zur Unterstützung der des Geothermal-Generators. Eines. Nicht 2. So, ein Solar. Jetzt hätte ich rausputteln sollen, wo da Ding ist. So, da. Nur 2 Blöcke unterhalb. So. Genau, da ist die MFE. Da kommt gleich ein Solargerät drauf. Hopsala. Gib den Schlüssel her, danke. Also 1 von 8 haben wir. War ja doch schlimmer als gedacht. Und hier haben wir so gut wie alles in unser Lab gebraten, aber jetzt haben wir unser Solardings draußen stehen und das lädt gar nicht so langsam. Hä? Da stimmt doch was nicht. Naja, also wir brauchen da dann nur einen Kompressor bauen, aber jetzt erstmal nicht. Jetzt schauen wir mal, dass wir da hinten die Farm wieder zum Laufen bringen. Ah, den Miner. Bevor ich hier die Aufnahmesession beende. Gute 4 Minuten haben wir noch. So, Drill und. Na komm! Ja. Aber ich habe noch eine Idee. Wir haben jetzt eine Bedbox und ein Solarpanel. Ich bin jetzt etwas fast geschockt, dass das nicht so funktioniert. Aber gut. Dem hätte ich rechnen können. Hätte ich. Ah, das kommt davon, wenn man nicht genug im Wiki nachliest. Schraubenschlüssel brauchen wir. Dann läuft er wahrscheinlich zwar ganz langsam. Und das meine ich wirklich ernst, wirklich ganz langsam. So richtig Schneckentempo. Aber das wird uns erstmal genügen. Hauptsache, wir müssen hier nicht noch mehr Energie von unserer Basis da drin verbraten. So, also das möchte ich jetzt noch kickstarten auf gut Deutsch. So, und hier ist überall dieser blöde Baum. Den werden wir gleich abreißen. Denn der stört uns hier unsere Ding. Und wir dürfen nicht vergessen, ein Dings. Eine Partie Dings, Bums möchte ich noch machen, eine Partie Pipes. Ah, noch mal weg mit dem. So, jetzt reicht's mir. Nein, nicht das Holz. Was soll der mit Holz machen? So. Da steht natürlich wieder was drauf herum.
So. Außerdem wird es ja gerade Nacht natürlich. Schauen wir mal, Himmel sollte frei sein. Dann hauen wir uns kurz ins Bett und schauen nochmal herüber. Während im Hintergrund her die Musik schön gemütlich vor sich dahin spielt, so ins Bett, zack. Und jetzt schauen wir ein letztes Mal. Bevor ich hier fertig bin mit der Geschichte. Noch hat er keinen Strom. Er müsste aber rüberfließen. Ja, also er wird immer rausgeschmissen. Ich hoffe mal nicht, dass dieser meine hier backt. Gut, ich werde das noch ein wenig beobachten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann. Ah, warte noch kurz. Hier sieht man es. Es wird ganz langsam. Fließt hier der Strom rein. Na gut, also. Oh, kann ich die Bedbox mit dem Kick starten? Nein. Schade. Na gut, also. Bis dann.